mich Ihnen und den anderen anzuschließen. Insbesondere, wenn noch ein paar edle Tropfen... Schalter. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Korb. Ihre Bitte? Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen okay. alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Achso, ohne dass ich Schaden nehme. Naja, das sollte hingehen. Aua! Was ging daneben? Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen. Zum Besprechungszimmer, was jetzt schon wieder für den Hinweis. Es gibt eine Methode, Aufseher zu exkommunizieren, sogar den Oberaufseher persönlich. Die dafür nötigen Vorgehensweise finden Sie in einem Buch in den Archiven. Okay. Es ist sehr selten, aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, so. Versteht sich. Ich rüste nochmal das Herz aus. Wie ein Fischerdorf, und da saß er. So, es gibt diese zwei Runen hier. Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Die Frage ist, kann ich hier auf diesen Sims? Nee, ich glaube nicht. Ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die Sinngebote. Sie müssen sich darüber. Ich weiß, dass du hier bist. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Natürlich. Jetzt habe ich dich. Ja, irgendjemand! Das war's mit dir! Herr Recke! Stirb, du Spinner! Stirb, verdammt! Stirb! Vorsichtig! Vorsichtig! So! Ja! Dann stirb mal! Dass sie sich immer einmischen müssen. Gibt's ja nicht. Bis die Ratten kommen. Na, ich werde die mal aussperren. Weil wenn die da reinkommen, wäre nicht so geil. So, Wayland, Hauptmann Kernow und seine Gefolge werden heute Abend kommen. Sorgen Sie dafür, dass Sie den Kontrollposten ohne Zwischenfälle passieren können. Ich möchte, dass Hauptmann Kernow gut gelaunt ist, wenn ich mit ihm im Besprechungszimmer ein Getränk zu mir nehme. Bereiten Sie außerdem die Verteidigung des Kontrollpostens auch von Ihnen vor, falls die Verhandlungen nicht gut verlaufen sollten. Nicht, dass ich davon ausgehe, aber ich möchte, dass Ihr Aufseher vorbereitet sind, falls Kernow und seine Männer dem Ruf der Stadtwache gerecht werden sollten. Oberaufseher Campbell. Okay. Campbell wird sich mit dem Hauptmann Kernow im Besprechungszimmer des Oberaufsehers treffen. Natürlich, das wissen wir jetzt schon. Ach du Kacke, was gibt's denn hier alles? Kannst du weiter? Kein Problem. So, mal was essen. Ein paar Bolzen. So, die sind da drüben. So, es gibt viele Wege durch eine Mission. Hauptstraße, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um dein Ziel zu erreichen.
Natürlich. So, die Federn einmal einsacken. Ach du Scheiße, das sind viele Leute. Muss ich schon zugeben. Büro des Oberaufsehers. Brandmarkenhinweise. Besprechungszimmer. Sind da Gegner drinnen? Sieht mir nämlich nichts aus. Hatte ich die Abriegelung gestern Nacht erwischt? 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nicht außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt, wie sich einer der Fensterläden im ersten Stock nicht schließen ließ? Und ich dachte, dadurch verschwinden zu können? Fand aber keinen Weg nach unten. Und als ich zurück wollte, hatte jemand das Fenster geschlossen. Den Rest der Abriegelungszeit auf einem Sims. Vielleicht hat der Outsider dabei zugesehen. Was ist denn jetzt los? Jetzt hör auf da! So, ich speichere mal ganz kurz. Nein, das mache ich jetzt nicht. So, der wäre erledigt. Unzerstörbare Tür. Ah, kommt mir bekannt vor. Das Verhörzimmer. Muss das jetzt sein? Gute Nacht. Gibt's hier was Besonderes? Da oben würde ich gern hin. Ah, ein Elixier. Okay. Eieiei. Die große Presse. Nö. Ah, da war die Tür. Ja. Mach auf den Scheiß. Gut, mache ich wieder zu. Gegner sind hier jetzt mal keine. So, was gibt's hier alles zu lesen? 2 Jahre in der Gesellschaft von Ketzern, Verrückten und den seltsamen Verbrechern, die mit dem finsteren Herzen magische Riten praktizieren. Jetzt kann ich wahrlich sagen, was ich gesehen habe, würde die meisten Menschen um ihren Verstand bringen. Und obwohl die Prozesse und Ketzerverbrennungen mir ein Herz schwer werden lassen, muss ich doch niederschreiben, was für eine einzigartige Gelegenheit es war, die mannigfachen Perversionen zu sehen, mit denen der Outsider jene belegt, die seine dunklen Rat suchen. Viele von denen, die uns gegenüberstanden, waren angeklagt, ihren Nachbarn oder den Familienmitgliedern verhext zu haben, sie aus der Ferne zu kontrollieren oder sogar in ihrem Körper zu wandeln. Und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie eine Frau in die Form einer anderen geschlüpfte und unerkannt umherstreifte, bis ein wachsamer Aufseher beide niederschlug, die Hexe und ihren Wirt. Andere, von denen ich später berichten werde, wurden dabei
dabei ertappt, an zwei Orten gleichzeitig zu sein oder von einem Ort zu verschwinden und an einem anderen zu erscheinen. Unsere Arbeit war schrecklich, gewiss, denn wenn die Anhänger des Outsiders wirklich den Körper eines anderen übernehmen oder sich wie der Wind von Ort zu Ort bewegen können, wie können wir dann Mauern errichten, um sie fernzuhalten? Diese Prozesse brachten uns zum ersten Mal auf die Idee, Barrieren zu untersuchen, die über die materielle Welt hinausgehen. Ah ja. Über Brandmarken von Ketzern. Zeichen des Ketzers. Ah ja. Das Zeichen des Ketzers ist für jene Aufseher reserviert, die zwar gegen die Ordnung verstoßen, dabei aber die Gesetze nicht gebrochen haben, was ansonsten mit einer Hinrichtung enden würde. Personen, die das Zeichen tragen, dürfen nicht angesprochen werden und weder Hilfe noch Unterkünfte erhalten. Die Personen, die sind des Weiteren nicht länger im Orden und bei dessen Verbündeten willkommen. Das Zeichen wird in die Stirn eingebrannt, damit jedermann die Sündhaftigkeit des Gebrandmarkten sehen kann. Die chemische Verbindung reagiert sofort und zeichnet den Ketzer für den Rest seines Lebens. Das Verhörzimmer im Büro des Oberaufsehers steht für das Brandmarkungsritual bereit. Die zu brandmarkende Person muss am Verhörstuhl festgebunden und festgehalten werden. Wenn das Zeichen eingebrannt wird, das Zeichen des Ketzers wird im selben Raum aufbewahrt. So, denn durchsuche das Archiv nach Informationen über das Zeichen des Ketzers mit dem Aufseher gebrandmarkt werden. So, das eigentliche Zeichen des Ketzers befindet sich im Verhörzimmer. Campbell wird sich... Okay. Nicht töten. Mache Oberaufseher bewusstlos. Okay, wenn ich den Campbell bewusstlos mache, kann ich ihn mit dem brandmarken und dann ist er auch weg. So, was sagt der Audiograph-Spieler? Wir haben hier einen Mann, so um die 30 vielleicht. Schlank. Ungewöhnliche Tätowierung auf Gesicht und Brust. Vermutlich abergläubische Ketzerei. Trug bei der Festnahme eine Art industrielle Maske. Wahrscheinlich aus einer der Wahlfabriken gestohlen, wie es aussieht. Du bist einer von Dowds Leuten, oder? Endlich haben wir dich. Wie ist dein Name? Was ist mit seinen Augen los? Opium? Laudanum? Verstehst du mich? Was macht er? Er hat eine Art Anfall! Er ist tot. Das ist es. Eine Nadel wohl in einem seiner Handschuhe versteckt. Subjekt bekam eine Art Gift verabreicht. Mit offenbar tödlichen Auswirkungen. Oje. Martins Plan war, ihn aus dem Gefängnis von Coldridge zu befreien. Keine Frage. Aber warum Corvo? Das vierte Gebot. Zäume die unsteten Füße, die es lieben, Grenzen zu überschreiten. Sie scheren sich nicht um die Grenzsteine auf den Feldern der Nachbarn. Sie wandern in fremde Länder, ihre Sohlen bei ihrer Rückkehr geschwärzt. Von Ungerechtigkeit, wohin bist du gelaufen? Dass dir nun die Zerstörung folgt, würdest du über die brennenden Kohlen oder Glasscherben gehen? Warum dringst du dann in die Häuser der Erbarn oder in die Höhlen der verborgenen Dinge ein, wo du das Ergebnis das gleiche ist. Du wirst ins Nichts fallen. Stelle stattdessen deine Füße auf sicheren Grund, damit du fest und unverrückbar stehst, wenn die Winde des Outsiders an dir ziehen und zerren. Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefoltert ist. Er ist so blutrünstig, wie alle sagen. Hinterließ eine Spur von Leichen. Und wie er der Axt ausgewichen ist, wir können schwarze Magie nicht ausschließen. Er hatte Hilfe, gewiss, aber wie weit geht das? Aha, das kennen wir schon. Das dritte Gebot. Zäume die rastlosen Hände, die schnell zu Gehilfen des Outsiders werden. Frei von ehrbaren Arbeit eilen sie zu schäbigen gewinnen leerem Streben und Taten der Gewalt. Welche Wert haben die Hände, die stehlen, töten und zerstören? Setze stattdessen deine Hände an den Pflug, die Gabel und den Spaten. Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm der Unreinheiten aus Geist und Körper entlässt. Enthüllungsprotokoll. Name. Dylan Jacobs, zugegebene Verstöße, Diebstahl von Lebensmitteln eines Nachbarn, Wiedergutmachung, Zahlung des halben Lohns an den Nachbarn für die Dauer eines Monats. Name, Millicent Ridgway, zugegebene Verstöße, Ehebruch, Wiedergutmachung an ein Jahr im Dienst des Ordens. Name, Robert Young, zugegebene Verstöße, beobachtete seine Nachbarin beim Baden. Wiedergutmachung, öffentliche Demütigung am Pranger für eine Dauer von 2 Tagen.
überschwemmten Bezirk. Oder? Die Abwasserkanäle sind Rattennester. Und einmal in Reichweite des Flusses kann er überall hin sein. So, da ist einer. Warum die Kaiserin töten? Er muss verrückt geworden sein. Da ist nur einer. Redet er mit sich selbst, oder was? Warum hat nach dem Dammbruch niemand neue Karten gezeichnet? Tut mir leid. Sorry. So, Corvus Attentats aktivieren. Bekannte Aktivitäten. Kehrte nach einem offiziellen, etwa zweimonatigen Einsatz zurück. Nach der Abreise von Crystal schloss die Mission im Auftrag der Kaiserin Yasemin Caldwin weitere Aufenthalte an anderen großen Inseln mit ein. Überbrachte bei Ankunft schlechte Nachrichten, wurde sofort wegen des Mordes in ihr festgenommen. Letztere offizielle Aufenthaltsort drang in die Kanalisation unter dem Gefängnis von Coldridge ein, nachdem er der Hinrichtung unter ungewöhnlichen Umständen entkommen konnte. Aussage eines Bürgers, Trey Dover, Glaubwürdigkeit mittelmäßig unbestätigt. Aussage, Person, die auf die Beschreibung des Subjekts passt, wurde bei einem Gespräch mit einer unbekannten Frau am Haupt der Akademie der Naturphilosophie gesehen. Aussage eines Bürgers, Benjamin Harribay, Glaubwürdigkeit niedrig unbestätigt. Aussage, Person, die auf die Beschreibung des Subjekts passt, wurde beobachtet, wie sie sich mit Ochsenhirten außerhalb der Stadt traf. Aussage einer Bürgerin, Charlotte Cadenhead, Glaubwürdigkeit niedrig aus zweiter Hand. Aussage hat Gespräch mitgehört, das darauf hindeutet, dass einer der Gesprächspartner etwas über das Subjekt weiß. Aha, sehr interessant. Vermutete Bündnisse, keine bekannt. Empfehlung, Durchsuchung des Bezirks der Anwesen aufgrund der früheren Autorität und Privilegien des Subjekts. So, die Karte nehmen wir mit. Der schläft hier ruhig weiter. Die Prüfung der Begabung. Zeigt ein Kind die richtigen Neigungen, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Ja, sehr geil. Das ist ja wirklich interessant, ja, und wirklich sinnvoll, Kinder zu töten. Da könnten doch gleich alle Aufseher werden. Wäre doch zehnmal praktischer, anstatt dass sie gleich die Kinder töten, ne? Na egal. So, Aussage von Mary Wallace. Eines Nachts roch in einem seltsamen Gestank, der aus Agathes Fenster kam. Als ich zum Fenster hineinblickte, sah ich, wie sie über dem Feuer die Knochen von etwas Kleinen zusammen mit Haarbüscheln verbrannte. Aussage von Herbert Alcott. An mehreren Abenden, an denen ich spät von der Arbeit nach Hause kam, sah ich, wie Agatha mich so seltsam von hinter den Vorhängen aus anblickte. Am fünften Tag spürte ich Schmerzen im Bauch, als ich mich ihrem Zuhause näherte. Ergebnis, Agathas Haus wurde durchsucht, es wurden mehrere verbotene Gegenstände gefunden und Agatha wurde ergriffen, als sie aus dem Haus fliehen wollte. Ihr Verhör brachte wenig Hilfreiches zutage. Haus und Besitz für den Orden konfisziert, Überreste eingeäschert. Okay. Gut. Ist ja sehr interessant, das Ganze hier. Es gibt in diesem Game, für das das ein Action-Game ist, sag ich jetzt mal, so verdammt viel zu lesen. Das ist echt unglaublich. Gut. Das zweite Gebot wäre hier. Und ich muss euch leider ein bisschen enttäuschen, aber ich muss jetzt eine Aufnahmepause machen. Da unten ist noch ein Buch, da ist noch ein Buch. Wir machen jetzt eine Aufnahmepause und dann geht's nachher dann halt weiter mit Campbell, den zu ermorden oder auch als Ketzer zu kennzeichnen. Ja,
Ich wünsche euch viel Spaß. Seht währenddessen, wie schon bei meinen anderen Let's Plays, oder seht euch was anderes an, keine Ahnung, was ihr wollt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme von Dishonored. Viel Spaß und tschüss.